Ich habe mich neu ausgerüstet, wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, beziehungsweise nur gelevelt, eins in Intelligenz, damit ich bei Ornstein und Smaug einfach ein bisschen klüger bin als zuvor und die letzten Male. Ich würde dich gerne backstabben, junger Mann. Vielen Dank. Und ich bin nicht im Mensch der Gestalt, wie ich es gesagt habe. Ich habe es dann doch nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, da wirst du ja bloß wieder invasiert. Beschwören kannst du eh keinen. Kennen wir ja. Das leidige Problem. Von dem her, Plan für diese Folge sind Ornstein und Smaug. Nichts anderes. Ich hoffe nur, dass die beiden empfindlich gegen Magie sind und nicht nur gegen Blitz und Feuer. Das würde mir sehr, sehr helfen. Okay. Der ist weg. Ich werde jetzt auch versuchen, hier einfach durchzulaufen, weil es einfach schneller geht. Und dann hoffentlich nicht sterben bei Ornstein und Smaug. Wobei das schon ziemlich kompliziert wird mit den beiden. Mit Magie. Die sind verdammt schnell, machen verdammt viel Schaden und ich brauche ewigst, um es zu casten. Du kommst von rechts und laufe ich links. So schnell kann man nicht austricksen. Hahaha, so liebe Leute, Ornstein und Smaug. Warum können die nicht nacheinander kommen? Oh, da ist jemand neben mir. Nein! Natürlich jetzt wieder gut. Jetzt sehe ich wieder nicht, was ich Schaden mache an dem Kerl. Nicht sehr viel, so wie es aussieht. Das ist ziemlich viel Schaden, den ich da jetzt gefressen habe. Kann ich da über die Säule schießen? Ja, das ist praktisch. Aber es wäre praktischer, wenn ich keinen Schaden kassieren würde. Nein, 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 nein. Ah, der ist ja neben mir. Das ist alles andere als gut, wenn der neben mir ist. Ich muss die Säulen zum Schutz hernehmen, sonst wird das nämlich überhaupt nichts. Und da ist der erste tot. Wunderbar. Es geht. Das Problem kommt nämlich jetzt. Super Ornstein. Ich hasse den Kerl. Das Gute ist auch, ich muss nicht so nah hin zu ihm. Aber er auch nicht, weil sein Stab jetzt 50 Meter länger ist als zuvor. Wie lustig wäre das eigentlich, wenn die Rüstung von ihm normal bleiben würde, aber seine Person selber würde wachsen. Das wäre lustig. Kann ich da drüber schießen? Geht das? Ja. Aber mein Schuss hat jetzt nicht gezählt. Ah, ja, das ist wieder supi. Da muss man doch Angst bekommen, wenn der so groß ist, oder? Ja, da bekomme ich eine gewischt, das war klar. Auf eine ganz besondere Art und Weise. Ich habe nur noch einen Estus. Aber ich finde es schon mal gut, er gibt mir Zeit zum Casten. Zwar nicht immer, aber oft. Nur aufpassen, wenn er hier mit seinem blöden Speer zuschlägt, dass er mich da nicht erwischt.
oder das macht. Solange er das macht, das kann er die ganze Zeit machen, hier seine Dinger werfen. Das macht mir überhaupt nichts. Und der Rest ist halt immer so eine Sache für sich. Ornstein. Wir waren mal beste Freunde, weißt du das noch? Ah, er wäre fast tot, guckt's euch an. Wer ist jetzt der bessere Zauberer, ich oder er? Shit, kein Zauber mehr. Jawoll! Ornstein und Smaug auf Anhieb mit dem Mage. In Rekordzeit. Und wir bekommen Menschlichkeit und den Löwenring. Und hoffentlich haufenweise Seelen. 50.000 Seelen, das hat sich gelohnt. Okay, Ornstein und Smaug. Sehr, sehr einfach mit dem Mage. War mein erster Versuch, ihr habt es gesehen. Das war einfach. Gut, dann haben wir schon das Herrschergefäß. Jetzt hätte ich Herrschergesäß gesagt. Nee, das Herrschergefäß. Mit seinem Hintern will ich nichts anfangen. Kann ich nicht brauchen. Bringt mir nicht. So, was upgraden wir denn? Ich würde mal sagen, Wit und Beweglichkeit. Ja, mit Retail und Beweglichkeit. Falls mir das was bringt, ich weiß nicht. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt total verskillt. Ich weiß auswendig nicht, was das Mondlichtschwert braucht. Das ist das Problem. Und wir bekommen Lord Rex Ausrüstung. Die Rüstung hatte ich noch nie an. Ich weiß gar nicht, was die überhaupt so besonders hat. Oder besonderes macht. Ah, Feuer, Blitz, Magie, Widerstand. Ist gar nicht so schlecht. Wiegt aber ziemlich. Symbol der Liebe, der Göttin Fina. Sehe ich schon sehr, sehr nach Bling Bling aus, oder? Ja, da ist nichts mehr mit Schnelllaufen. Das ist schlecht. Sehr, sehr schlecht. Die sind alle so schwer, die Dinger. Silberritter 5-5. Elite-Ritter 3-7. Dann bleibt nur das schwarze Leder. Im Moment die beste Rüstung, was ich so habe. Für sie zumindest. Gut. Machen wir weiter. Oder habe ich vielleicht noch eine Seele? Nein, habe ich nicht. Guckt euch diesen Ausblick an. Und wir bekommen das Herrschergefäß und wir können uns jetzt teleportieren. Succeed, Lord Queen, and inherit the fire of our world. Thou shalt end this eternal twilight and avert further undead sacrifices. Ja, wir haben endlich das Herrschergefäß, was uns ermöglicht, uns durch die Welt zu teleportieren, was sehr, sehr praktisch ist. So, die Sache ist aber, dass ich mich jetzt schön langsam an die großen drei wagen muss, nämlich Sieft den Schuppenlosen, die großen vier. Sieft den Schuppenlosen, Nito, den Herr des Todes, das Bed of Chaos. So, ich gebe die Feuerhüterin Seele wieder zurück. Und sie lebt wieder. Thank you.
I'm Anastasia of Astora. Now I can continue my duty as a keeper. But I only hope that my impure tongue does not offend. Ah, die Feuerente, den Seele habe ich natürlich verloren. Okay. Was machen wir? Wo gehen wir hin? Ich könnte auch noch zu den Untoten, um einfach das Recht zum Kindeln zu bekommen. Das wäre vielleicht das Intelligenteste, was ich machen sollte, da das eigentlich etwas ist, was man haben sollte. Hey, die sind auch noch da. Wunder kaufen will ich nicht. Ach ja, Spell kaufen. Genau, da war was. Hui! Oh, hello again. Hi. I'm waiting to tell you. He's just... Ja, Meister Logan ist hier. Das sitzt genau hinter dir, das weiß ich. Ach, nicht reden. Ich wollte was kaufen. Ich will doch nur shoppen. So. Ach, die kosten 20.000. Verstärkt Magie. Der wäre super. Was hast du denn sonst noch? Sturzkontrolle, großer, schwerer Seelenpfeil. Für 8.000. Wäre natürlich auch nicht zu verachten. Großer, schwerer. Was hast du noch so dabei? Großer Seelenpfeil. Kostet 6.000. Ich glaube, ich kaufe mir nochmal einen großen Seelenpfeil. Seelensperrkurs 40.000, willst du mich rollen? Dann kannst du ihn nur viermal hernehmen. Seelenpfeil brauche ich nicht. Nee, ich kaufe mir einen großen Seelenpfeil. Einfach, dass ich von dem Stärkeren ein bisschen mehr dabei habe. Dann habe ich da nämlich 40 Ladungen. Großen Seelenpfeil, dann hast du zweimal 20, dann habe ich davon 40 dabei. Wunderbar. 60, 40, über 100 Schuss. So muss das sein. Ach, hier sitzt übrigens der Kerl mit dem. Der Pyromancer. You made it out. Yeah, I made it out safely too. I have my Pyromancer the Great Swarm, so I can use your manage with a bit of care. Oh yeah. By the way, I can share my spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. I'll be pleased to help you. Ah, and unless you find the magic's unsavory. Oh, really? But, I'm on the fringe. Ah, eigentlich wollte ich ja nein, aber gut. Frage falsch verstanden. Oh, hello. Oh, and I'll be pleased to... Oh, really? But I'm on ah, jetzt dreht das Ganze wieder um. Oh, hello. Oh, and I'll be pleased to assist you by sharing... Ja. Yeah, what? A flame. Why, let's... Einfach, damit ich die Pyromantieflamme bekomme. Hm, kann ich umwandeln, wenn ich will, aber... Oh, und hafenweise Pyrozauber, aber ich bin mit meinen schon so am Limit, dass ich die überhaupt nicht brauchen kann. Hallo, Schlangenmann. Du interessierst mich im Moment auch nicht, denn ich will eigentlich nur runter zu Nito. Hier drüben liegt übrigens noch jemand. Seelen ist verloren in Untu. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie ich mich jetzt mit Level 56, 59, wow, gegen die Untoten schlage. Normalerweise dürften die nicht so viel aushalten. Ah, geht eigentlich ganz gut, selbst mit dem schwächsten Seelenpfeil. Nee, die blockst du nicht, mein Freund. Die blockst du nicht. So, ihr setzt euch auch zusammen, das weiß ich. Moment, reicht der Panzerbrecher eigentlich auch? Ah, nicht wirklich. Nicht wirklich. Springt sogar das Item weg. Ah, ich bleib bei der Magie. Puff, und weg. Warum leuchtet das so komisch? Sieht aus, als wäre ein Item drin, aber ich kann da nichts drücken. Komisch. Okay, Seelen ist verloren in Toten. Oder Untoten, besser gesagt. So, der Friedhof. Das wird die nächste große Prüfung für meinen Magier. Seelen ist verloren in Untoten.
Hier war ich ja schon mal ganz kurz, wenn ihr euch erinnert. Oh, 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 da ist der Große. Ich dachte, ich hätte noch ein, zwei Meter. Ach, der ist ja einfach. Pop! Ja, es ist immer wieder lustig, wenn man das mit dem Magier nicht einschätzen kann, wie stark ein Gegner ist. Weil man einfach keine Referenz hat. Magie zu Schwert oder so. Wow, das war nah. Das war gut getroffen, definitiv. Batz und weg. Das ist so richtig schön relaxed irgendwie. Wenn du da mit dem... Oh! Magier. Böser Bub. Wenn du da mit dem Magier kämpfst. Spell. 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 Fertig. Beim Krieger, ah, da musst du dich positionieren und umzirkeln und dann besten backstaben und dann schlagen und hast ihn nicht gesehen. Hier liegt ein Fernglas. Ich weiß nicht, aber ich finde das Fernglas eins der nutzlosesten Items, die es gibt in diesem Spiel. Das habe ich noch nie gebraucht. Weder in Demon's Souls noch in Dark Souls. Das habe ich noch nie benutzt. Außer mal zum Spaß, aber so richtig, dass es einen Nutzen hätte? Nee. Nee, nee, nee. So, jetzt wäre es natürlich gut, wenn ich eine heilige Waffe dabei hätte, ja, aber... habe ich nicht. Habe ich nicht, will ich nicht, muss ich nicht haben. So, wir gehen runter. Ich will das Recht zu kindeln. Das bekommen wir ja vom Boss, das wissen wir. Ja, das sind Explosivschäden. Das sollte das Skelett ein bisschen aufhalten, beziehungsweise töten. Oh, hi. Ich sagte hi. Aber ich muss mich beeilen, weil die stehen wieder auf. Ich muss diesen komischen Priester finden. Und ich weiß sogar, wo der ist. Das ist vielleicht nicht schlecht, was ich mache, dass ich einmal vorbeilaufe. Aber... hilft alles nichts. Aber hier kommen sie sowieso nicht rein, da passt das schon. So, wir drücken den Schalter. Das ist der Kerl vom Anfang. Ihr habt gesehen, der hatte keine Lebensenergie mehr. Der wollte es wissen. Jetzt kann ich das nicht aktivieren, weil die Typen da draußen auf mich warten, oder? Ja. Zumindest wartet er in der Nähe. So, ist jetzt gut. Aufstehen würden sie zwar nicht mehr, nachdem der Nekromant tot ist, aber... sicher ist sicher, hier ans Leuchtfeuer zu gehen. Ja. Aber liebe Leute, wie es weitergeht bei The Road to Dark Souls 2, das erfahren wir in der nächsten Folge. Und dann hole ich mir das Recht zu kindeln in dieser madenverseuchten Höhle. Ich bin euer Zack und deshalb immer stay tuned and so long.